So dann, herzlich willkommen. Gerade angefangen, eine neue Aufnahme hier bei Transportfieber. Und ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Müssen wir erstmal wieder durchschauen hier. Genau, die ganzen Ortschaften wollten verbinden. Hier unten hatten wir Aachen angelegt. Oh, ist zu lange her. Dann habe ich das letzte Mal gespielt. Vor 3 oder vor 4 Wochen. Sollte ich öfters machen. Dann vergesse ich wenigstens nicht, wo ich bin. So. Ein paar Ortschaften verbinden und die Ortschaften, die wir haben. Genau. Wir wollten nämlich Aachen mit Öl beliefern, aber das geschieht schon, wie ich das sehe. Treibstoff bekommen sie. Jawohl. Würde ich sagen, machen wir doch dort auch weiter. Was können wir denn dann noch reinliefern? Baumaterialien kommen auch schon an. Nee, kommen noch nicht an. Das heißt, die Strecke liegt, aber es sind noch keine Züge da, oder was? Och, auch Züge sind schon dort. Stimmt, da hatten wir das Krokodil drauf. So, heißt, das geht auch langsam los. Haben wir denn? Der ist voll ausgelastet. Die können aber 400 produzieren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch ein paar Baumaterialfabriken hier in der Ecke. Weil 400 werden wir unter Garantie auch los hier. Das war falsch. 163. Jo. 400 kriegen wir hier locker weg hin. Haben wir denn noch Baumaterial hier irgendwo in der Nähe? Da oben ist wieder. Aber die Fabrik ist auch schon angeschlossen. Ah, gucke mal. Du musst wahrscheinlich erstmal hochleveln hier, wa? Wird denn der Kram von hier aus verteilt? Oh. Das ist semi-optimal. Du kommst mal weg und du kommst weg. Okay, wo haben wir die Terminals hingeknallt? Hier ist eins. Ach. Wer ist die wieder tot? Jetzt geht's wieder. Oh. Moment. Das müssen wir irgendwie anders machen. Kommen wir denn... Rum, bum, bum, bum. In der Straße hier hoch. Nein, warum denn auch? Doch, kommen wir. Das heißt hier hoch. Dann irgendwie hier hinten drüber, würde ich sagen. Dann hätten wir schon mal eine Linie so ein bisschen aus dem Verkehr rausgeholt.
Steigung so groß. Ja, nicht schön. Gar nicht gut. So, aber jetzt. Hallo. Jetzt natürlich weiter, ne? Ob er die Linie umlegt? Ne, macht er nicht. Schade. So, das heißt im Endeffekt, Wegpunkte. Noch mit dran machen und die Linien hier hinten rumleiten. Können wir die LKWs da vorne schon mal aus dem Verkehr raus. Ganz viele Verkehrszeichen wollen wir nicht. Wir wollen einen ganz einfachen Wegpunkt. Na komm schon. Aber keine einfachen Wegpunkte, nur Verkehrszeichen oder was? Ich glaub's doch selber nicht. Ah, guck mal, ganz hinten. So, stellen wir hier und hier hin. Müssen wir die natürlich wieder anmachen, damit wir die auch wiederfinden. So. Und zwar war das Anbau, hieß das, ne? Stolberg Anbau. Das wäre Treibstofflinie. Haltestelle hinzufügen. Und auf den Rückweg. Na komm, fährst du auch hier rum. Zwar ein bisschen weiter, aber dafür sind wir aus dem Verkehr raus. So, was hat man dann noch? Die lilane, die Treibstofflinie. Wo will die denn hin? Du willst hier hinten hin. Wie sieht denn das verkehrsmäßig hier aus? Eigentlich auch ganz gut. Ne? Pass mal auf, da machen wir hier nämlich genau dasselbe. Soll die auch nicht durch die Stadt, sondern hier hinten rumfahren. Aber die soweit auch erstmal aus dem gröbsten Verkehr raus. Was haben wir da noch? Die Lüderne und die und Aachen-Treibstoff. Wo gehst du lang? Du willst hier vorne hin. Ja gut, da macht es keinen Sinn, obwohl, wenn wir sie hier oben lang schicken, statt da unten, würde es eventuell auch noch was bringen, ne? Weil der Verkehr ist ja hier runter und dann hier hinten durch den Tunnel durch. Und hier lang halt.
Dann schicken wir die Linie einfach mal hier oben rum. Hinweg. Rückweg. So dürften wir die LKWs dann bald aus dem Stau raus haben. Denke ich, hoffe ich. Hier wird uns schon angesagt, dass es halt schon verloren geht. Weil es zu lange steht. Na komm mal her, spulen wir mal ganz den Spaß ein bisschen vor, um zu sehen, ob denn der Plan so einigermaßen aufgeht. Na hier ist aber auch ein Verkehr, was stimmt denn hier nicht? Woran liegt's denn? An dem Tunnel. Und daran, ah, seht ihr, jetzt was ich vergessen habe. Im Dresdner Bahnhof habe ich hier ein Problem, dass die Straßen nicht angebunden werden können. Aber da habe ich neulich mitbekommen, es funktioniert doch. Man muss nur was in der Lua umstellen. Und dann funktioniert das wohl. Ne, macht er mal noch nicht, schade. Kollision, genau. Ne. Das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. So, nach Böken. 214 Leute. Mit dem ICE. Wo ist denn Böken? Böken war hier hinten, okay. Das heißt, was kriegt so ein ICE mit? Bleib mal stehen. 129 und über 200 stehen da. Zwei ICEs haben wir drauf. Eigentlich könnten wir da noch einen dritten zustellen, ne? Probieren wir das mal. Oh, wie sieht's hier aus? Ja, die werden natürlich jetzt alle hier noch durch den Stau durchfahren. Aber ich denke, das sollte sich dann bald erledigt haben mit dem Stau hier. Zumindest, dass die LKWs da drin stehen. So, ein ICE habe ich gesagt noch dazu, auf Böken. Wo haben wir denn... ein Depot. Dum, 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 dum. Ach, hier ganz viele. Und eins reicht ja schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Und auf Böken Flughafen. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Wieso kann der Weg zur Haltestelle nicht gefunden werden? Ach, ich verstehe. Das falsche Depot erwischt. Verkaufen wir dich nochmal und dann nehmen wir von mir aus das hier. Das müsste ja dann funktionieren, nicht wahr? Na, gucke mal. Das läuft. Sehr schön. So, Treibstoff und Baumaterial. Wie sieht das hier staumäßig aus mit den LKWs? Die kommen nicht wirklich voran. Ach, das ist doch alles ein Mist hier. Aber dass die alle hier auch nur eine Spur benutzen, ne? Obwohl es schon zwei Spuren sind. Moment. Track 17, vielleicht funktioniert das, wenn wir ihm nämlich jetzt sagen. Bum, 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 bum.
Die bleibt und dann machen wir eine Busspur dazu. Vielleicht kriegen wir ja die Jungs dann aus dem Stau raus, aus dem Staub. War auch nicht möglich. Warum ist das aber jetzt nicht möglich? Ja, hier steht zumindest keiner mehr im Stau, das ist schon mal schön. Ernsthaft? Hier stehen sie hinter der Tram, das ist aber in Ordnung. Es geht ja relativ fix. Und dann biegen sie hier ab und fahren hier runter. Dann funktioniert das. Schön. Gut. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Scheibenkleister, genau, Lebensmittel. Guck mal, hier haben wir eine Lebensmittelfabrik. Und einen Bauernhof haben wir auch direkt daneben. Das ist doch herrlich. Jetzt haben wir natürlich hier alles so schön zugebaut, dass wir wahrscheinlich kein weiteres Gleis mehr anbauen können, oder? Ah, doch, funktioniert. Das würde Tatsache funktionieren. Nehmen wir die 160er Gleise wegen Güterverkehr. Da brauchen wir keine Hochgeschwindigkeitsgleise. Na komm. Müssen wir nur noch gucken, wie wir da rauskommen oder da reinkommen. Je nachdem, wie man sehen will. Und zwar würde ich sagen, was bist du hier? Na, was bist du? Treibstoff. Treibstoff. Fahr mal raus. Brauchen wir ein bisschen Platz hier. Dankeschön. Einmal Pause. Jetzt fängt da oben an zu meckern. Aber das macht gar nichts. Tell me that you love me.